exzellente Ergebnisse holen konnte in den letzten Jahren bei den Junioren Grand Slams, dreimal das Finale erreichen konnte, sowohl bei den Australian Open als auch im Stade Roland Garros und auch hier in New York. Love 15. Der erste wirklich schöne Ballwechsel zwischen den beiden Deutschen. Mit gutem Ende für Marlene Weingärtner. Die hier bereits ihr fünftes Match bestreitet nach drei Runden in der Qualifikation, wo sie unter anderem die im Qualifikationsdraw an Nummer 1 gesetzte Jana Kanda ausschalten konnte. Net. First serve. Marlene Weingärtner hat noch überhaupt keinen Rhythmus. Das geht schon beim Aufschlag los. Ist sicherlich natürlich auch ziemlich nervös. Zum ersten Mal hier in so einem großen Stadion und dann auch noch Steffi Graf gegenüberstehend. Love 15.
Sehr schön gespielt von Steffi Graf. Dieser Tempowechsel. Marlene Weingärtner natürlich bemüht, die Vorhand von Steffi einigermaßen zu umgehen, auszuschalten, was ihr sicherlich im Verlauf des Matches nicht immer gelingen wird. Game Graf. 3:0 Führung von Steffi Graf im ersten Satz. Grafley. Sit quickly, please. Gute Gelegenheit heute für Steffi Graf, mal den deutschen Tennisnachwuchs zu testen. Marlene Weingärtner gehört ja nicht zum Junior-Team, das Steffi Graf da versucht aufzubauen. Die 18-Jährige geht ihren eigenen Weg. Und sie hat wirklich Potenzial, um sich deutlich nach vorne zu spielen in der Weltrangliste.15-30. Ja, da kennt Steffi natürlich kein Pardon. 30-40. Und die nächste Breakchance für die inzwischen 29-Jährige, die in ihrer Karriere nun bereits 855 Einzelmatches gewinnen konnte. Game Graf. Graf leads 4 games to run. Also Marlene Weingärtner verkauft sich hier momentan noch deutlich unter Wert. Sie kann natürlich wesentlich besser Tennis spielen. Aber gerade bei ihr muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist sie als 18-Jährige noch nicht weiter vorne im Ranking? Warum ist sie noch nicht besser, wenn man die Konkurrenz sieht aus anderen Ländern? Beispielsweise die Williams-Schwestern oder eine Patti Schnieder oder eine Anna Kurnikova. Ich sag's nochmal, Marlene Weingärtner mit Abstand die beste deutsche Juniorin der letzten Jahre. Viel zu viele Fehler von Marlene Weingärtner. 5:0 Führung von Steffi Graf nach 14 Minuten. Ja, das könnte eine richtig bittere, knappe Stunde werden für Marlene Weingärtner.
momentan die 18-Jährige absolut chancenlos, hier ein bisschen mitzuhalten gegen Steffi Graf. Immer wieder der Versuch von Marlene Weingärtner, Steffi Graf auf der Rückhand festzunageln, aber dafür sind ihre Bälle nicht präzise und lang genug. Gespielt von Steffi Graf. Da sieht man die ganze Überlegenheit, Souveränität der fünfmaligen Gewinnerin dieser US Open. Nach 18 Minuten hat sie den ersten Satz mit 6:0 für sich entschieden. Das ging wirklich ruckzuck. Aber den Rekord, was die Länge eines Satzes betrifft, den hält seit gestern Lindsay Davenport, denn die schlug die arme Catalina Cristea aus Rumänien im ersten Satz in nur 15 Minuten ebenfalls mit 6:0. Love 15. Gültigkeitsfehler von Steffi Graf. Net. First serve. Thank you.
Also spielerisch geht das alles hier für Steffi Graf über die Bühne. Siebter Spielgewinn in Folge. Ja, ich weiß nicht, was sich Marlene Weingärtner ausgerechnet hat im Vorfeld dieser Partie gegen Steffi Graf, aber der bisherige Verlauf ist für sie natürlich eine herbe Enttäuschung. Aber ich muss es nochmal sagen, es ist natürlich für die 18-Jährige auch schwer, sich auf das Tempo einzustellen, das Steffi Graf da vorlegt. Sie hat, wie gesagt, ja kaum die Gelegenheit, sich mal in Matches mit den Guten zu messen. Love 15. Endlich mal mutig gegengehalten von Marlene Weingärtner. Allererster Spielball für die 18. Advantage Weinberger. Wunderbar. Schöner Punkt von Marlene Weingärtner. Und Sie hören es. Sie hat viel Unterstützung hier im weiten Rund bei den Tennisfans. Erster Spielgewinn. Na, vielleicht wird es jetzt ein bisschen lockerer. Fifteen
15-0. Ich spiele sie ins Aus. Ja, das sind natürlich unnötige Fehler nach wie vor, die da in Serie unterlaufen. 2-1-Führung von Steffi Graf in 2. Die äußeren Bedingungen übrigens am heutigen dritten Tag der US Open. Erstklassig, Himmel ist bewölkt, kaum Wind, Temperaturen Mitte 20 Grad. Also optimaler könnte es kaum sein. Net. First serve. Ja, wenn Steffi hier die Gegnerin erstmal mit der Vorhand am Wickel hat, dann ist kein Kraut dagegen gewachsen. Das weiß natürlich Marlene Weingärtner, ist bemüht nach wie vor die Rückhand von Steffi zu suchen. Net. First serve. Game Graf. Vierter Aufschlagverlust von Marlene Weingärtner. Hier sehen Sie den Stand der Dinge. Nach einer guten halben Stunde Spielzeit. Steffi kam ja bestens gelaunt am Samstagabend hier in New York an, nach ihrem Turniersieg in New Haven mit der Folge über Amanda Kutzer, Lindsay Davenport und Jana Novotná im Finale.
Das zeigt, wie ehrgeizig Steffi ist in diesen Tagen von New York. Sie will es wieder wissen, kämpft hier um den Punkt, obwohl sie eigentlich nie eine Chance hatte, ihn zu machen. Auch dieser Longline-Schuss wäre wohl dann ein etwas glücklicher Punkt für die Gräfin 30, gewesen. 15. Ja, sie kann richtig gut Tennis spielen, diese Marlene Weingartner. Aber insgesamt ist sie natürlich hier und heute völlig überfordert. Eine oder andere im Feld der diesjährigen US Open hätte Weingartner durchaus packen können, hier in der zweiten Runde. Meine Steffi Graf ist einfach ein zu hohes Kaliber, 4-1 Führung für die Favoriten. Die Erfolgsserie von Steffi Graf hier bei den US Open ist ja wirklich einmalig. Sie hat nur ein einziges Mal verloren innerhalb ihrer letzten 29 Matches hier in New York. Und das war 94 das Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. 15 Love. Das hat sie heute natürlich schon zu einer lebenden Legende werden lassen. Da war ein Skütter im Bild und Mutter Heidi. Ganz interessant übrigens, dass Steffi Graf nach ihrer enttäuschenden Niederlage bei den Canadian Open gegen die Spanierin Magi Serna eigentlich ein paar Tage Pause einlegen wollte. Wollte eigentlich nach Miami fliegen, um dort ein bisschen zu entspannen. Aber Heinz Günthert meinte, du brauchst ein bisschen mehr Matchpraxis. Also melden wir New Haven. Steffi hat das dann vielleicht sogar ein bisschen widerwillig getan. Aber was dabei rauskam, war natürlich allererst die Güteklasse. Fünfter Aufschlagverlust insgesamt von Marlene Weingartner, die dieses Match vermutlich in wenigen Minuten überstanden haben wird. Gespielt momentan 39 Minuten. Steffi serviert zum Matchgewinn.
Schlecht gespielter Rückhandflugball. Da kommt die Szene nochmal, da muss sie natürlich wesentlich mehr draus machen. Nach 41 Minuten Matchball für Steffi Graf. Und das war's. Also ein Spaziergang für die fünfmalige US Open Siegerin Steffi Graf. Da hat sie sich sicherlich auch ein bisschen mehr Widerstand erwartet von Marlene Weingärtner, die noch viel, viel Erfahrung sammeln muss, um sich weiter in der Weltrangliste nach vorne zu spielen. Ja, nächste Gegnerin von Steffi Graf ist vermutlich wieder ein Youngster, nämlich die 16-jährige Kroatin Lucic. Aber die ist dann natürlich schon von einem anderen Kaliber. Da wird Steffi sicherlich mehr Mühe haben. Das war's zunächst hier vom Louis Armstrong Stadium. Ich gebe ab.